Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Moin, moin. Ne? Ich habe den Sender Steve mit dabei und wir sind heute bei Nutbush Forest. Ne? Und in der Seite sind da so Dinge. Ah, da. Oha, gehen die tief. Ja, wir waren am Wochenende schon mal hier. Wir werden ein bisschen trainieren gehen, ein bisschen ein paar kleine Sprünge nochmal üben. Mal gucken, was so geht. Yo, ich würde sagen, ich werde es auf jeden Fall entspannt angehen lassen heute, weil ich war Freitag fahren, Samstag fahren, Sonntag, heute ist Montag. Ich fühle mich wie früher beim Breaken, Everyday Training. Der Bro war gestern auch 30 Minuten Flat machen, ne? Ich war ungefähr 220 Minuten Flat machen. Das war nicht so, oh, meine Beine, ey. Yo, wir sind irgendwie komplett alleine. Das ist richtig krass. Kann ich mal von außen hier ein bisschen zeigen, ehe das auf der GoPro alles wieder aussieht wie Kindergarten. Das ist alles richtig fresh, neu. Kurz bevor es dann endlich losgehen konnte, musste der Steve aber noch sein Fahrrad mal wieder reparieren. Also am Wochenende sind auch so viele Bikes kaputt gegangen, aber naja. So repariert man sein Fahrrad. How to. Ich bin nur schlecht im Knoten machen. Du bist immer... Dauert immer 100 Jahre bei dir. Ich bin schon 3 Abfahrten gefahren. Hast Schweinehopp geübt. Hä? Hast Schweinehopp geübt. Nach dem Warmrollen sind wir dann die Strecke Stück für Stück gefahren, sodass wir am Schluss ganz runterkommen wollten. Aber, naja, wie soll ich sagen, bei dem ersten Versuch bin ich dann auch fast direkt mal gegen einen Baum geklatscht. Fast gegen den Baum geklatscht, Digga. Das Schönste war einfach, dass wir die ersten Stunden wirklich komplett alleine dort waren. Das heißt, wir konnten uns Stück für Stück alles vornehmen, ohne irgendwie Angst zu haben, dass uns irgendwer von hinten reinfährt, der die Strecken viel, viel besser kennt und viel, viel besser fährt als wir. Und auch so ist es einfach sehr angenehm, wenn man alles für sich hat und sich ausprobieren kann. Vor allem die Strecken, die wir schon vor 2 Tagen gefahren sind, waren einfach viel, viel besser zu meistern. Und man ist ja auch schon mit mehr Sicherheit gefahren und kam dann schon das ein oder andere Mal ein bisschen weiter in die Landung bei den Sprüngen. Heute hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich da ein bisschen verstehe, was ich in der Luft mit dem Fahrrad mache und wie mein Körper sich in der Luft verhält. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass ich einfach so langsam das Gefühl dafür bekomme, wie lange ich in der Luft bin, wie viel Zeit ich habe, bis ich lande und was ich machen muss, um dann irgendwie irgendwann zu landen. Eins meiner größten Probleme ist, dass ich ständig bei irgendwelchen Drops von den Pedalen fliege. Aber ich habe mir da schon neue bestellt und Herr Marvin hat mir da definitiv zu geraten, endlich mal neue Pedalen zu bestellen. Ich hoffe, sie kommen bald an und diese werde ich euch dann auch zeigen.
Und ich habe immer noch mega viel Spaß, jeden Tag kleine Fortschritte zu machen und ein bisschen besser zu werden. Außerdem bin ich sehr dankbar, dass die Community einfach so nett und freundlich ist und mich mega herzlich irgendwie empfängt. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, noch nicht abonniert hast, ich würde mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.